Ja, moin zusammen. Ja, den kennt ihr schon. Da ist er wieder. Wird Zeit, dass ich damit anfange. Ein schöner Wagen mit einigen Macken. Wie gesagt, vor 2 Jahren ist das Auto durch den TÜV gegangen. Lief dann nicht mehr. Und stand dann 2 Jahre seinen TÜV ab, weil keiner den Kram in den Griff bekommen hat. Diverse, naja, Standschäden. Ich nenne es mal Standschäden. So schlimm ist es nicht, aber es sind Standschäden. Wie zum Beispiel das hier. Auskristallisiertes Kühlmittel. Ja, deswegen alle 2 Jahre das Kühlmittel wechseln. Ne? Das Zeug hält nicht ewig. Nichts hält ewig. Siehe dazu auch Ölfüllung. Ja. So, ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Haubenschalter. Und zwar gehen die Scheibenwischer nicht, wenn die Haube auf ist. In dem Fall hier gehen die Scheibenwischer auch nicht, wenn sie zu ist. Und hier irgendwo ist ein Schalter drin. Entweder hier oder auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Ah, auf diese Seite. Auf dieser Seite sehen wir einen Schalter. Ja. Ja. Haben wir aber da. Ne? Wir haben den Schlachtwagen. Oh. Der aufmerksame Zuschauer sieht jetzt hier wesentliche Unterschiede zu dem anderen Motor aus dem schwarzen. Ich gehe mal auf. So. Das ist schon der Nachfolgermotor. Leicht zu erkennen, hier vorne ist kein AGR-Ventil. Ja, das ist ein 220er, ein Vierzylinder. Der Vorgänger ist als 220er, 270er und 320er eigentlich im Grunde genommen immer der identische Motor. Nur halt ein Zylinder länger, Zylinder kürzer. Der hier ist der Nachfolger. Hier gab es keinen Fünfzylinder mehr. Das ist schon der Facelift-Motor, aber wir haben noch den alten Innenraum. Der Wagen ist eine Erstzulassung Januar 2004. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie man herausfinden kann, was für ein Baujahr das Fahrzeug ist. Baujahr und Erstzulassung haben hier und da gewaltige Unterschiede, wie in diesem Fall. Gefertigt bzw. produziert wurde das Fahrzeug 2003. Danach, 2004, kam erst das Facelift. In diesem Fall allerdings schon mit dem Facelift-Motor. Ist von Mercedes für Mercedes gebaut worden. Der Erstbesitzer war Mercedes. Das erklärt natürlich einiges. Vor allen Dingen, weil das Ding nicht rostet. Also, es hält sich in engen Grenzen für ein Vor-Facelift. Ja. Könnt gerne schauen. Die Türen. Kotflügel. Das da vorne ist Schmutz auf der Rückseite. Hier ist nichts. Also Mercedes hat das Ding für Mercedes gebaut. Und zwar in Koblenz. Für die Werksniederlassung. Nehme ich immer gerne. Auch von Werksangehörigen. Ich habe manchmal das Gefühl, die sind ein bisschen besser, die Autos. Kann täuschen, aber die Erfahrung zeigt, dass sie immer ein bisschen besser sind. Der 220er von Lea zum Beispiel ist auch ein Werksangehörigenfahrzeug. Ein Klassik mit Vollausstattung, bis auf Leder natürlich. Aber ne, daran sieht man es zum Beispiel. Das sind sehr eigenartige Konfigurationen. Sehr selten. In diesem Fall haben wir 220er Klassik. Auch erkennbar an den schwarzen Türgriffen. Ja. Automatik, Sitzheizung. Und den ganzen Kram, der wurde, naja, mitbestellt, ne? So, wir haben immer noch das Problem, dass das Ding nicht anspringt, beziehungsweise auf sein Schloss nicht reagiert. Manchmal ja, manchmal nein. So, wir sehen keine Vorglühleuchte. Ne? So springt er natürlich nicht an.
denke, ich werde mal, ich habe jetzt nur eine provisorische Batterie oben dran gehangen. Ja, Park Distance Control im Basis, in der Basisausstattung, dann Sitzheizung in der Basisausstattung. Da hat schon einer angekreuzt. Das ist alles nicht billig gewesen. Klimaanlage natürlich. Auch nicht serienmäßig gewesen. Ne? Sollte man meinen, weil sie sie fast alle haben, aber ist nicht serienmäßig gewesen. Ich kenne auch welche ohne. Soundsystem und sowas, alles in der Richtung, funktioniert super. Ist auch so grundsätzlich sehr gepflegt, das Auto. Ja, das ist noch der Pollenfilter. Ja. Ja, wie gesagt, der ist aufbereitet worden. Der stand beim Gebrauchtwagen, und die haben das nicht in den Griff gekriegt. Heckklappe sagenhafterweise auch so gut wie ohne Rost. So. Das hier sind zum Beispiel nicht nur Sicherungshalter, das sind die sogenannten SAM. Das sind Steuergeräte unter anderem. Hier werden wir uns auch drum kümmern, weil der Fahrersitz sich elektrisch nicht mehr verstellen lässt. Ob wir noch irgendwelche Extras hier drin haben. Bremsbeläge. Wie nett. Ne, sind alte. Also der hat komplett neue Bremsen gekriegt, das weiß ich. Zum TÜV. Und hat die dann als Standmodell benutzt. Ja, wir haben Fußmatten. Das gehört hier wieder rein. So. Das ist das alte Motorsteuergerät, das ist das Motorsteuergerät, was angeblich zu dem Schlüssel passen sollte. Ne, ansonsten schönes Auto, wirklich sehr schönes Auto. Kein Rost. Hammermäßig. Ja, ja, vielleicht haben sie auch im Zuge des Faceliftes schon ein bisschen Rostvorsorge betrieben. Dass diese Mercedes rosten eigentlich nicht, weil sie studrig zusammengebaut wurden. Es gibt eine Doktorarbeit darüber, und zwar ist das die Änderung auf Wasserlack, die das Problem dargestellt hat. In den Tauchbecken, die ersten Autos, die da reingekommen sind, rosten nicht. Deshalb findet man zum Beispiel 210er, 203er ohne Rost, wie diesen hier. Klar, der hat auch Rost. Ne? Ganz ohne geht auch nicht. Aber man findet 210er und 203er komplett ohne Rost. Also wirklich sehr verhalten und dann welche, die komplett zusammenrotten, egal was man macht. Ja, das ist dieses Tauchbecken, und zwar ist das nach einigen Tagen bakterienverseucht gewesen. Und diese Bakterien sorgen dafür, nach dem Lackieren, dass unter dem Lack Sauerstoff entsteht. Ja? Abgesehen davon, dass durch den Kot natürlich auch Säure entsteht und sowas. Ja, und deswegen rosten die teilweise an den unmöglichsten Stellen. Wie gesagt, es gibt eine Doktorarbeit drüber, könnt ihr mal googeln. Das ist blöd gelaufen. Ja, aber das Problem hatten einige Hersteller. Ja, siehe Golf 4. Die 97er, tolle Autos. 98er, geht auch noch. Ja, und dann kommt der Jahreswechsel, die Umrüstung auf Wasserlacke. Und dann gammelten euch die Dinger so unterm Hintern weg. Heckklappen weg, Kotflügel weg. Ich sage ja, die ersten waren gut, dann kam der Wasserlack. Dann hat man auch gesehen regelmäßig, dass sich der Klarlack löste. Die üblichen Mängel halt, Polo, Golf, Passat, die kennt ihr alle. Der Wasserlack hätte vielleicht erst ein bisschen getestet werden müssen. Von allen Herstellern, beziehungsweise vom Lackhersteller, das wäre super gewesen. Ja, der hier ist schon ziemlich weit im Baujahr, deswegen hat er das Problem offensichtlich nicht mehr abgekriegt mit den verseuchten Becken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Aufgabe des Besitzers, das Auto instand zu halten. Ne? Die Fahrzeuge haben 30 Jahre Mobilo Life Garantie. Wenn man jetzt darauf besteht, dieses Fahrzeug länger zu fahren, heißt es natürlich, okay, ich muss meine Inspektion bei Mercedes machen lassen. Kann allerdings auch, und das geht wirklich, ich habe es schon mehrfach erlebt,
Kann aber auch nach 20 Jahren, pass mal auf, Mercedes, mein Auto ist durchgerostet. Ja, kommen Sie mal ran, machen wir fertig. Geht durchaus, passiert immer noch. Ja, ich kenne einige 210er, die jetzt aktuell noch nachgerüstet werden. Neue Kotflügel, neue Heckklappen, weil die durchgerostet sind. Ja. Und Mercedes, ja, es gibt manche Niederlassungen, die spinnen dann rum. Aber die meisten rüsten es einfach nach. Beziehungsweise tauschen die Teile aus und lackieren es. Die Garantie ist ja jetzt nicht, ne? Ist ja kein Scherz. Die gibt es durchaus und Mercedes macht das auch. Ja, bevor wir jetzt auf die Fehlersuche gehen, hier ist zum Beispiel das SAM. Man hat mal ein Front- und ein Heck-SAM. Das Heck-SAM habe ich euch gerade hinten im Kofferraum gezeigt. Das ist das vordere und hier ist irgendetwas zusammengebastelt worden. Ich habe teilweise keine Ahnung, was das hier soll. Hier ist was nicht eingestöpselt. Tja. Keine Ahnung. Muss mir das in Ruhe angucken, ob hier irgendwo Steckplätze für diese Stecker sind. Die müssen ja für irgendwas da sein. Tja. Mal alles auseinanderklamüsern, wer hier was ist, was das überhaupt bedeutet und wo das herkommt. Es geht hier runter. Das ist der Haubenzug. Das könnte der hier sein. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es da nachher nachverfolgen. Wir müssen noch mal eben gleich ein Auto abschleppen. Ja, das Ding geht auch immer kaputt. Das ist der Halter, der die Luftzufuhr hier oben hält. Da ist eigentlich so ein Nupsi drin. Das ist der Fachbegriff dafür, Nupsi. Ja, der ist jetzt hier aufgehängt. Nicht so die elegante Art, aber mein Gott. Ja, so viel hat sich nicht geändert hier vorne. Hochdruckpumpe. Ja, Unterdruckpumpe. Vorförderpumpe in diesem Fall, glaube ich, im Tank. Gucken, wie das wie der Riemen aussieht. Sieht gut aus. Wenn er rissig ist, unbedingt austauschen. Wenn sich das da alles rumwickelt, das ist eine ekelhafte Arbeit. So, und jetzt mache ich erstmal eine Pause. Und ein paar Gedanken. Bis gleich. So, hier war früher die GTÜ-Prüfstelle, wo ich sonst immer hinfahre. Und ja. Ich habe ihn gekauft. Die angeschlossene Werkstatt hat behauptet, man kriegt keine Ersatzteile für das Auto. 86.000 Kilometer runter. Ja. Wieder mal irgendwelche kruden Behauptungen. Ich bekomme jedes Ersatzteil von diesem Auto innerhalb von ein paar Stunden. Ich verstehe das nicht. Man muss nur wollen, dann geht einiges, ne? Die Bremsen wären wohl offensichtlich vom Stehen defekt. Die Bremsen sind top. Ich kapiere es nicht. Da ist nicht mal ein Grat dran. Die sind wie neu. Ja. Vielleicht ein paar Bremsbeläge, weil sie ein bisschen rostig waren. Der ist ja von Gütersloh aus bis hierhin gefahren. Also von daher, wir haben hier eine Volllederausstattung. Könnt ihr das sehen? 86.210 Kilometer runter. So ein Stückchen Richtung Exot und ihr seid am Arsch mit so einer Werkstatt. Ja. Das Auto ist top. Ne? Wir kommen jetzt noch Alufelgen mit Sommerreifen. Gut, die sind tot, aber ich habe noch welche. Das hier sind Winterreifen auf Alufelge. 86.000 Kilometer runter. Da mache ich TÜV drauf, fülle die Klimaanlage auf.
So, was haben wir hier genau für ein Fahrzeug? Das ist ein PT Cruiser, Baujahr 2005. Sehr gepflegt, wie man sieht. Erste Hand. Vorbesitzereintrag im Brief ist 0. Wie gesagt, erste Hand, ne? Sagenhaft gepflegtes Fahrzeug. Ausrede der Werkstatt, um dieses Fahrzeug nicht zu bearbeiten. Sogar noch die Neuwagenrechnung dabei. Wurde irgendwann mal gekauft. Ein paar Sachen können noch sauber gemacht werden, aber ansonsten ist der wirklich schön. Selbst der Dachgepäckträger ist da. So eine Systemschiene ist das. Das große Radio. Schick. Natürlich ist so ein Auto benutzt worden, ne? Klar. Ein paar Dellen bleiben nicht aus, aber der ist wirklich sehr gepflegt, muss ich sagen. So, welchen Motor haben wir hier? 2,4 Liter Benziner. Steuerkette. Euro 4. Was hat denn das Auto gekostet? 18.850 Euro. Ja. Euro-Zertifikat. TÜV Rheinland und so weiter und so weiter. TÜV Pfalz, Sonderräder. Okay, das scheint vollständig zu sein. Was haben wir hier noch? Stereoanlage, Bedienung. PT Cruiser, Bedienungsanleitung. Papiere sind vollständig. Wahnsinn. Ja, ich glaube, damit kommen wir nicht mehr weiter mit dem Dealer. Ja, Jeep wird es wahrscheinlich noch geben, aber Chrysler an sich ist in Deutschland so gut wie tot. Das ist die Mobilitätsgarantie. Wartungspläne. Registrierungszertifikat. Gucken, was hier noch drin steht. Wie gesagt, wir haben sagenhafte 86.000 Kilometer runter. Bei 76.000 die letzte Wartung. Und seitdem stand der wohl offensichtlich. Seit 06. Ist nachvollziehbar. So, ewig abgemeldet. Nö. Scheint mir ein sehr gepflegtes Auto zu sein. Wie gesagt, das spiegelt. 86.210 Kilometer hat er weg. Das Ding sieht aus wie ein Neuwagen. Sorry, aber. Ja, gut. Was hat die Werkstatt erzählt? Viel dummes Zeug. Von dieser Werkstatt bin ich auch nichts anderes gewöhnt, muss ich sagen. Damit kommt man nicht durch den TÜV. Ja, dann reparier das halt. Mein Gott. Ja. Ich habe schon gezeigt, wie man es macht. Und die Scheinwerfer dafür kosten auch nicht die Welt. So, die Bremsen sind angeblich komplett runter. Hier ist nicht mal ein Grat. Ne? Hier ist nicht mal ein Grat. Die sind in Ordnung. Wie sieht es aus mit dem Belegen? Ja, die könnten mal neu. Ja. Okay. Bremsbeläge hätten wir eventuell. Feder. Ist in Ordnung. Sorry, aber ich wäre mit dem Auto so zum TÜV gefahren. Scheibe verpoliert, ab zum TÜV, fertig. Hat lange gestanden, ne? Reifen. Sind Winterreifen, ich kriege die Sommerreifen noch. Unglaublich. Ja, gut, das kann man wegmachen. Gott sei Dank nur ein Kratzer, keine Delle. Hier ist auch mal einer hängen geblieben. Rost hat er gar nicht. Der 2005 war schon ein Facelift. Der ist, glaube ich, verzinkt. Nicht drauf festnageln, bitte.
Das ist der Picknicktisch. Kein Scherz, ist er wirklich. So wurde das Ding beworben. Diese Tailgate-Partys in den USA, ne? Man setzt sich hinten an seinen Kofferraum, man ist schön überdacht, da hat man seine Getränke stehen und vor allem den Grill. Ja. Deswegen der Tisch hier unten. Ja, was haben wir noch alles? Bordwerkzeug scheint vollständig zu sein. Eine Steckdose im Kofferraum haben wir. Ja. Auch hier hinten drin. Komplett gepflegt. Ja. Ich habe es, wie gesagt, nicht zum ersten Mal erlebt, dass diese Werkstatt da dummes Zeug erzählt. Können die gut. Zumal das langjährige Kunden sind, ne? Wenn ich auf ein Auto keinen Bock habe, dann sage ich einfach, pass mal auf, Leute, ich habe gerade viel zu tun, alles voll. Guck mal bitte, dass vielleicht zu einem Spezialisten für das Auto gehst. Das ist ne? Langjährige Kunden dann einfach zu sagen, nee, der kommt nie wieder durch den TÜV und teuer und Ersatzteile bekommt man überhaupt nicht für das Auto. Nee, so geht das nicht. Das macht man nicht. Na? Was haben wir hier? Wir haben 16 Ventiler, 2,4 Liter, 150 PS, glaube ich. Nee, 145 PS, 145 PS, genau. Kreuzstabiler Motor, ne? Glaube, der hat eine Steuerkette. Glaube ich. Aber jetzt sehe ich eher, dass es eher so ein Zahnriemen ist. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, so wahnsinnig häufig sind die nicht. Tempomat hat er, sehe ich gerade. Hier. Ja. Ist halt eine Schönheit. Ja, wie gesagt, BT Cruiser, ne? Die einen, entweder man mag das Ding wirklich abgöttisch oder man hasst ihn wie die Pest. Ich mag ihn. Ist ein cooles Auto. Mit dem Euro 4 Motor, 2,4 Liter. Kann man nicht viel falsch machen. Was auch ganz geil ist, die Dinger vertragen sehr gut eine Gasanlage. Bei 86.000 Kilometern, die das Ding runter hat, würde ich die noch nachrüsten. Ja. Wenn man auf den achtet, hat man für ein paar Jahre, wirklich viele Jahre, ein vernünftiges Auto. Ja, der wäre auch wieder auf den Schrott gegangen, weil eine Werkstatt dummes Zeug erzählt. Ne? Man kriegt keine Ersatzteile, doch kriegt man alles. Man kriegt jeden Scheiß von dem Auto. Relativ schnell sogar. Spezifische Teile, okay, die kommen aus den USA oder aus Österreich. Da wurde ja noch zumindest die Dieselversion gebaut. Da hinten ist ja noch einer. Ja. Hm. Da ist er. Wie gesagt, alles nicht vergessen. Das ist ein sehr großer Grashüpfer. Flip. Ja. Sehr hübsch. Ja. Ich denke, ich werde das Ding einfach mal so zum TÜV fahren. Scheinwerfer sauber machen. Motorraum sauber machen. Also hier die ganzen Fugen und Sicken. Vernünftig sauber machen, einmal durchpolieren, gucken, ob ich eventuell einen Lackstift finde für das Auto, dass die ganzen Kratzer, der ist innig schwarz, also ne, mache ich mir keine Sorgen, da was zu finden. Ja, und dann kommen da 2 Jahre TÜV drauf und dann sehen wir weiter. Tja, sehr, sehr wartungsarm, im Ernst, sehr wartungsarm. Ich glaube 180.000 Kilometer für einen Zahnriemenwechsel und so weiter. Würde ein Amerikaner auch nicht anders kaufen, ehrlich gesagt. Ich kenne den Mist. Öl. Sehr gut. Ja. Hat in seiner Standzeit offensichtlich frisches Kühlmittel ist auch drin. Meine Güte. Also nichts Altes. Ja. Tja. Was will man dazu sagen? Ja. Motor ist dicht. Motor ist trocken. Hammermäßig. Morgen
Schnapp ich mir mal die Scheinwerfer. Und werde die mal aufarbeiten. Das war übrigens der einzige TÜV-Mangel neben den natürlich kaputten Bremsen, den die Experten da gefunden haben. Drosselklappe scheint mal neu gekommen zu sein. Damit hatten sie Probleme mit der Erstausrüstung der Drosselklappen. Die sprangen einfach nicht mehr an. Hat da komplett rumgesponnen. Und dann kam eine überarbeitete, und das scheint die schon zu sein. Das ist nicht die erste. Sieht man an der Aufschrift. Ist nicht die erste. Ja. Nö, Wartung scheint auch gemacht zu sein. Der ist Scheckheftpflicht, der Wagen. Das ist kein Scherz. Das ist kein Witz. Ich habe das Scheckheft gefunden. Der ist Scheckheftpflicht. 86.000 Kilometer runter. Erste Hand. Scheckheftpflicht. Ja, Staubgewicht habe ich ein bisschen. Ne? Schickes Teil. Jetzt piept er. Guck umtreten. Ist halt ein Benziner, ne? Etwas ungewohnt, weil ich die sonst immer nur als Diesel habe. Selbst das Leder, ne? Weil wir müssen jetzt nicht amerikanisches Leder mit deutschen Premium-Marken vergleichen. Das möchte ich auch gar nicht, aber das sieht gut aus. Richtig gut. Das hier vorne ist Alcantara. Und ansonsten alles, was man braucht. Wie gesagt, Klimaanlage. Wahrscheinlich durch die Standzeit und die Nichtbenutzung leer. Osmose nennt sich das, glaube ich, dass dieses Gas aus den Gummis verschwindet. Ja. Radio funktioniert, CD funktioniert. Tja, Lackstift habe ich übrigens auch gefunden. Da war der Vorbesitzer sehr entgegenkommt. Also kann ich schon mal einige von diesen Lackkratzern wegkriegen. Wenn ich das nicht wegpoliert kriege, das topfe ich dann weg. Ja, gefällt mir. Erste Hand, 86.000 Kilometer. Ja, Bremsen habe ich mir angeguckt. Ich werde da einfach mit zum TÜV fahren. Ne? Das waren Mücken. Ja, ich werde da einfach mit zum TÜV fahren und dann mal sehen. Ne? Bremsen tut er vernünftig, fahren tut er vernünftig. Es klappert gar nichts. Also im Gegensatz zu dem Roten ist der hier eine Sänfte. Er ist ja auch auf einem Stand von einem, ne, Zwei-Jahres-Wagen. Was soll passieren? Der hat ja nichts erlebt, der Wagen. Top, der Wagen. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Sollte vielleicht mal irgendwie mal zum guten Ton hören, gehören, solche Werkstätten zu meiden. Ach so, das habe ich noch nicht ausprobiert. So. Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, die Batterien sind vielleicht leer. Zweimal Schlüssel, zweimal Sender. Ja, ich bin begeistert. Selbst der Kompass funktioniert. Wir haben 18 Grad draußen, also jetzt wo hier steht, und wir stehen Richtung Norden. Das stimmt sogar genau. Das weiß ich sehr genau, weil ne, unser Dach geht Richtung Süden wegen der Solaranlage etc. Ja. Ich fahre dann mit dem Motor zum TÜV. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Sauber gemacht habe ich mir jetzt. Die Scheinwerfer werde ich machen und dann hat sich das. Wenn ich TÜV kriege, lache ich mich kaputt. Wahrscheinlich wird eine Bemerkung reinkommen, dass die Bremsbeläge kurz vor Verschleißgrenze sind, aber ja. Die zu wechseln ist nun auch jetzt nicht das Problem. Ich möchte einfach nur grundsätzlich, ja.
dieser Werkstatt beziehungsweise solchen Werkstätten das Handwerk legen. Sie haben gesagt, dieses Auto kommt nicht mehr durch den TÜV, weil man kriegt keine Ersatzteile und die Scheinwerfer sind kaputt und bla 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 bla. Dummes Zeug, wie immer. Kenne ich von denen nicht anders. Wir haben schon einige Kundenfahrzeuge von denen gehabt, aus dem Bekanntenkreis. Dann haben die den Zahnriemen nicht vernünftig eingebaut und den Fehler nicht gefunden und dieses und jenes und Meisterbetrieb, ja. Naja. Wie gesagt, ich werde den Namen nicht nennen. Diejenigen, die es angeht, werden es erkennen. Ne? Anhand der TÜV-Station der ehemaligen. Also meine TÜV-Station, wo ich hingefahren bin das letzte Mal, die waren vorher da. Die GTÜ. Und die es angeht, also die aus der Gegend kommen, die werden wissen, worum es geht. Das ist nicht das erste Mal, das wird nicht das letzte Mal sein. Ne? Aus allen Ecken und Enden hört man das. Ne? Wieder nichts auf die Reihe gekriegt. Ne? Naja. Möchten auch nicht dazulernen. Aber ganz schlau sprechen, quatschen können sie. Das ist, ja. Okay, ich werde mal weitermachen. Ja, zurück zu Mercedes. Wie gesagt, er hat 2 Jahre gestanden. Wollen wir ihm mal Gutes tun. Das gute G48. Was anderes soll dann bitte nicht rein. Ich habe es auch böse lernen müssen. Hab unterwegs, wir hatten Kühlwasserverlust, weil eine Leitung durchgegammelt war. Und ja, kurze Zeit später habe ich ein Loch im Kopf gehabt. Falsches Kühlmittel. Ne? Kühlerreiniger, diese Systempflege und Motorspülung. Das wird er sich gefallen lassen müssen. Ja. Jetzt brauche ich aber erstmal ein funktionierendes Zündschloss, um den ans Laufen zu kriegen. Mit dem ganzen Kram hier funktioniert alles gar nicht. Ist ja warm laufen lassen für den ganzen Mist. Was haben wir hier? 229.000. Die letzten paar am Abschlepphaken. Sehr unbefriedigend. Oh. Mitgekriegt? Ausnahmsweise kam mal die Vorglühleuchte. Wenn die Vorglühleuchte kommt, kann ich den starten. Service um 259 Tage überzogen. Ja. Ich weiß, da ist jetzt eine zweite Batterie dran, das mag er ja gar nicht. Ja. Und mal gucken. Mal runternehmen, die zweite. Zumindest den Kühlmittelreiniger kann ich schon mal reinmachen. Ob ich die Ölspülung da jetzt reinkriege, weiß ich nicht. Das mal wieder da reinstecken. So. Ja, wie gesagt, der Motor läuft super. Perfekt. Ja, bevor das hier ein bisschen wärmer wird. Und, mal gucken. Da im Display kann man die Wassertemperatur aufrufen. Da. Wir haben außen 27 Grad, das glaubt doch kein Mensch. Ja, Motorkontrolle ist jetzt noch an, aber erstmal alles kein Beinbruch. Erstmal muss jetzt das Zeug da rein. Okay, bis gleich. So, das Ölmittel ist jetzt drin, also die Spülung. Wie gesagt, Turbolader, Hydrostößel und so weiter und so weiter. Das Öl ist 2 Jahre mit dem Auto rumgestanden und bei einem Diesel. Ja, wenn der jetzt wieder anspringt. Unglaublich. Ja, beeindruckend. Der Gute läuft immer noch. Jetzt ist er auch sauber. So viel hat er noch nicht runter. Kann ja gerne mal hübsch aussehen. Ja. Ja, das mache ich immer ganz gerne, ne? Marder. So halten sie wenigstens die Füße still.
So. Naja, warum auch immer, er lebt wieder. Zeigt keine außergewöhnlichen Fehler an. Tja, jetzt frage ich mich mal, was das ist. Entweder hat meine Lötaktion Erfolg gehabt und es war einfach nur so wenig Strom da. Oder. Läuft einwandfrei. Ja, kriegt einen Ölwechsel. Den Turbolader werde ich mir noch genau angucken. Standzeit halt, ne? Ohne Ölversorgung. Wer weiß, wie oft wir den gestartet haben. Ich sag mal einen Blick drauf werfen, vielleicht ist das ganz sinnvoll. Ja, man merkt, dass die Reiniger laufen. Hallo Kater. Was denn? Ich glaube, er mag mich nicht mehr. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte. Machen wir die Haube zu. So. Gerade noch nicht zugekommen, dass ich Quatsch erzählt habe. Kann ja mal passieren. So, wenn ich jetzt den Wischer einschalte, der ist an. So, jetzt mache ich Fernlicht. Ne? So soll ich, der Wischerschalter hat einen weg. Und zwar sind da kleine Drähte drin, die gelegentlich mal durchbrechen. Ja, blöd. Aber wie gesagt, ich habe ja noch einen hinten in dem Schlachtwagen. Also von daher mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Ich denke, ich mache das Video fertig. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Fazit zu dem Auto. Spureinstellung, neue Reifen, der Endtopf. Dann sollte er so durch den TÜV gehen. Vielleicht mache ich den PT Cruiser erst. Da scheint gar nichts dran zu sein. Tja. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Das war's von mir. Okay. Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.